Ja, auch im Bereich der Kleinpercussion-Instrumente hat Latin Percussion einiges Neues zu bieten. Auf jeden Fall. Was gibt's da Neues? Genau. Die mit dem MIPA ausgezeichnete One-Hand-Tree-Angel ist eine ganz neue Erfindung. Ist ganz witzig, kann eigentlich auch für Drummer und Percussionisten sein. Ist quasi eine Triangel, die man normalerweise mit zwei Händen bespielt, hier aber für eine Hand gemacht. Man kann also mit beiden Fingern in einer Hand das Ganze abstoppen und man kann halt witzige Figuren damit spielen. Mit einer Hand. Normalerweise braucht man zwei dazu. Des Weiteren ist im Prinzip ein gewöhnlicher Schellenkranz, eine etwas andere Form. In der Mitte ist aber ein Klaveblock eingelassen. Man kann also auch wieder zwei Instrumente mit einer Hand spielen. Zwei witzige neue Sachen. Eine kleine Erweiterung ist die Mikrosnare, letztes Jahr vorgestellt in 6 Zoll. Dieses Jahr gab es eine Erweiterung 8 Zoll, gleiches System mit einem eingebauten Snare-Teppich, den man halt auch lösen kann und das Ganze als normale Timbales nehmen kann. Wenn man es halt anspielt mit Teppich, ist es eine kleine Effektsnare, auch für jedes Drumset geeignet. Prima. Okay. Ja, das war wieder sehr informativ. Jetzt wisst ihr auch, was sich im Bereich Kleinpercussion getan hat. Weitere Infos unter www.musicstore.de.